Lass nicht zu, dass sie mich mitnehmen kann, Dad! Bitte! Geht nicht, bitte! Du kannst unser Baby nicht einfach mitnehmen! Was tust du? Ich will nicht die Freundin von jemandem sein, der so erbärmlich ist wie du! Lass mich nicht allein ohne mein Kind, bitte! Ich will Kat Dad nicht verlassen! Ich will bei ihm bleiben! Mein Sohn! Ich habe keine Zeit für sowas! Ich mache alles für dich, wenn du bei mir bleibst! Alles? Ja, egal was du willst! Okay, hör mir zu! Ich will viel Geld, ein schönes, großes Haus und vergiss nicht das Auto. Ich bin arm, obdachlos und weiß nicht mal, wie man fährt. Ja, ach, wie schade. Dies sind meine Bedingungen. Ich will nichts davon. Cat Dad, nein. Nein, warte kurz. Letzte Chance. Ich lasse dich nicht gehen, hörst du? Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir das antust. Du hast gewonnen. Ich akzeptiere deine Bedingungen. Beeil dich. Ich komme. Das tut weh. So, fertig, meine süße Freundin. Gefällt dir unser neues Zuhause? Es ist ziemlich klein. Und es fehlt einfach alles, was es braucht, damit deine Familie dort leben kann. Nein, danke. So. Bitte bleib hier. Ich baue dir alles, was du willst, mein Schatz. Lass mich nur machen, damit dein Traum wahr wird. Jetzt, okay? Es ist vollbracht. Wie gefällt es dir? Naja, es sieht gut aus, aber... Das Material hält viel aus. Es ist total sicher. Siehst du... Wow, jetzt ist es perfekt. Freut mich zu hören. Cat Mom, warte. Ich wollte noch etwas fragen. Stopp. Was willst du denn? Ich will spielen, Cat Mom. Können wir, bitte? Oh, wie langweilig. Hier, spiel mit dem Handy. Okay. Aber es ist nicht dasselbe. Ich fühle mich nicht so gut. Ich liebe diese faulen Samstage. Es ist Mittwoch, Schatz. Und ich brauche eine Pause, sobald wie möglich. Muss ich echt alles allein machen im Haus, oder wie? Oh, interessant. Was ist denn? Kannst du mir ein bisschen aushelfen, bitte? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Kannst du denn gar nichts alleine? Was ist denn los? Ich sollte das besser aufnehmen. Ich brauche auch mal meine Auszeit. Hör auf, mich zu schlagen. Was ist denn los mit dir, du bist so gemein. Ich bin so gelangweilt. Hey, können wir etwas spielen, Mann? Lass mich schlafen. Hey, Daddy, willst du was mit mir spielen? Entschuldige, Sohnemann, ich habe gerade sehr viel zu tun. Warum will niemand mit mir spielen? Bin ich etwa das Problem hier? Oh, das ist mies. Hilfe! Nein, wenn ich fall, könnte ich sterben. Das ist zu gefährlich. Cat Mom! Mom braucht ihren Schlaf. Das kannst du nicht ernst meinen. Mein Daddy, sag mir nicht das. Nein, das hätte auch ich sein können. Irgendjemand, Hilfe! Sei ruhig, Kind. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich fallen. Was? Ich lebe noch. Klasse! Gerade noch rechtzeitig. Mein Junge, du bist jetzt sicher. Was? Jetzt reicht's mir. Was? Wach auf! Was ist passiert, Catnap? Warum hast du mich geweckt? Wieso lässt du fast deinen Sohn sterben? Nein, nicht streiten. Raus aus meinem Haus! Es nur wagen! Auf damit! Sie verlieren die Kontrolle. Es ist Zeit, ihn anzurufen. Ich hoffe, ich mache das Richtige. Wer ist da? Ich brauche Hilfe! Ich bin sofort da. Hört auf, bitte! Das schaffst du ja wohl auch. Es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag alles im Haus allein machen muss und du kannst dich noch nicht mal um unseren Sohn kümmern. Du bist ein Idiot und nicht zu gebrauchen. Hey, fass mich nicht an! Was? Hast du mich etwa gerade geschlagen? Stopp, ich kann mich nicht gegen dich wehren. Tu mir nicht weh! Was sagst du denn da? Du Arsch! Autsch! Warte, hör mir erst mal zu! Sie tut nur so! Es hat geklappt! Ich muss das beenden, Catnap. Jetzt oder nie. Gerechtigkeit für deine Frau! Tu's nicht! Das reicht aber jetzt! Kind! Catnap hat gar nichts getan. Es war die ganze Zeit nur Catmom! Oh, du heilige Pfote. Es tut mir so leid. Ist schon okay, Bro. Aber sie... Sieh mich bloß nicht so an! Nein, wartet bitte! Auf immer Wiedersehen. Psycho. Nein, das ist nicht fair. Tschüss. Tschüssi, hat eine schöne Zeit. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ende gut, alles gut. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich bin so überglücklich. Natürlich bist du das, Liebling. Du heiratest ja auch mich. Die perfekte Frau für mich. Ich kann es kaum glauben. Ich liebe dich so sehr. Ich wusste, du würdest das sagen, liebes Kind. Kannst du mir nicht mehr entkommen. Niemand möchte was dazu sagen? Ganz sicher? Bitte, irgendjemand muss was sagen. Klappe, verheirate uns endlich. Ja, natürlich. Wo sind die Ehedokumente? Ah, ich kleide die Kräfte an ihr aus. Nein, ich gebe dir mein Herz. Das will ich doch hoffen. Wer ist das?
das? Lass den nicht rein! Ich bin gegen diese Ehe! Diese Hochzeit ist ein Wieso rinde davon? Habe ich etwa Mund gemacht? Hey, Flohbeutel, ich verhau dich, wenn du nicht sofort abhörst! Oh, entschuldige, ich glaube, ich bin nach der falschen Hochzeit. Es gibt nichts, worüber wir reden müssen. Sag auf Wiedersehen! Das wollen wir nicht sehen! Hey, du handelst unvernünftig, mein Freund. Es wird Zeit aufzudecken, warum diese Hochzeit falsch ist. Erinnerst du dich? Wieso dauert das Essen so lange? Ich sehe dir nur diesen Nachtisch an, den ich für dich gemacht habe. Hey, damit. Oh, sei vorsichtig, Liebste. Sei ruhig. Ist bestimmt ungenießbar, wie alles, was du kochst. Boah, ist das eklig! Entschuldige, ich habe diesmal nur das Rezept befolgt. Das kommt gleich in den Müll. Los, mach's sauber. Ich habe so viel Herz da reingesteckt. Sieh, was ich mit deinem Herzen mache. Ciao, ciao. Oh nein. Als ich ankam, war sie am Boden zerstört. Das ist alles meine Schuld. Weine nicht, meine Freundin. Dein Essen schmeckt vorzüglich. Denkst du das wirklich? Natürlich. Dein Nachtisch ist der beste. Für dich doch, Emma. Doch das war's noch nicht. Ich hoffe, er mag es. Ich denke, es sieht toll aus. Hey, Mr. Delight. Was willst du? Sehen Sie nur, was ich Ihnen gemalt habe. Ja. Was ist das? Es ist ein Porträt von Ihnen beiden. Das nennst du ein Porträt? Los geht's. Woher kommt? Wie geht's denn heute? Zeit zum Fliegen. Ich hoffe, dieser verrückte Kerl sieht mich hier nicht. Ist er weg? Oh nein! Du willst also ein Spiel spielen? Hey. Liebste Überraschung, ich habe ein Geschenk für dich. Was? Tschüssi. Was ist bloß los mit dir? Du hast mir meinen Spaß unterbrochen. Es ist sehr zerbrechlich, Liebster. Ich brauche keinen Müll. Du bist ein Dummkopf. Tut mir so leid, mein Liebster. Nein. Diese Idioten kommen mir immer dazwischen, hä? Was haben wir denn hier? Dieses Kleid steht mir wirklich toll. Das ist ein Mädchen nach meinem Geschmack. Ich sah, wie du Doktors Freundin ausspannen wolltest. Dein charmanter Prinz, Prinzessin. Oh, verschwinde, du Zwerg. Ich zeig dir schon noch, was ein Zwerg so alles kann. Wie eklig. Küss mich. Verschwinde endlich. Niemand lenkt mich ab. Niemals. Was zum... Sie gehen, du Monster, oder ich mach den Rest deines Gesichts kaputt. Mein Prinz. Mein Ritter. Du hast den großen Fehler gemacht, du Idiot. Sie ist meine Freundin. Weißt du was? Ich kann's gar nicht leiden, wenn man mich anschreit. Er schlug Doktor. Autsch. Nein, Doktor, mein Liebster. Du bist echt unglaublich. Damit kommst du nicht davon. Droh mir nicht. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Ich bin raus hier. Warum er mich nicht liebt. Hör mal, doofes Mädel. Ich glaube, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Oh, es ist Mr. Delight. Mr. Delight. Behandelt er sie schlecht? Naja, nur ein bisschen. Ich will nicht verspottet werden, aber wenn ich sie für mich gewinnen kann, bin ich der Letzte, der lacht. Meine kleine Puppe, willst du mich heiraten? Nein, stellst du dir eine Falle, während er mit deiner Liebe spielt? Natürlich will ich. Ich verspreche dir, ich werde auch nie mehr gemein zu dir sein. Du machst mich so glücklich. Ich wusste, du liebst mich. Okay, okay, ich gebe dir all meine Liebe. Sie ist in seine Falle getroffen. Erleb dich nicht, Miss Delight. Heirate nicht dieses Monster. Hä? Nein, das ist unmöglich. Er liebt mich, oder nicht, mein Liebster? Fass mich nicht an! Oh, was tust du denn da? Ich hab die Nase voll. Catnap, das ist das letzte Mal, dass du mir meinen Spaß ruiniert hast. Oh, nein. Ja. Verschwinde für immer! Mein Kind! Keine Sorge, ihr seid als nächstes dran. Freunde! Ich hab solche Angst, was? Es riecht hier stark nach Bacon. Ich sollte besser gehen, oder habt ihr etwas gehört? Aber ich dachte, dass ich mich nicht hier finde. Oh, mein Fuß. Flohbeutel sagt auf nimmer Wiedersehen. Wiedersehen? Nein, nicht die Leid. Diese Idioten. Autsch. Du bist hier der Idiot. Oh, was ist passiert? Du? Ich werde nie mehr dein Idiot sein, denn der einzige Idiot hier bist du. Kleines Püppchen? Nein, bitte vergib mir. Du brauchst keine Vergebung, du musst nur sterben. Nein. Wo ist der hin? Oh nein, bitte tut mir nicht weh. Ich hab den, schnapp den. Schnapp den. Los, schnapp den, bevor es zu spät ist. Es sind so viele, ich muss sie abhängen. Keine Zeit mehr. Nein. Gib mir dein Hirn jetzt, Hund. Nimm deine dreckigen Hände von mir. Ich muss die anderen warnen. Mein hirnloser Kopf tut weh. Ich hoffe, meine Beine halten das durch. Du gehörst niemals. Mir.
Das ist dein Ende. Jetzt bin ich wirklich in Schwierigkeiten. Jetzt wirst du ein Teil von uns, für immer. Nein, lass mich los. Was habt ihr mit mir vor? Wir wollen nur das Beste aus dir. Stopp diesen Wahnsinn. Du gehörst jetzt zu uns. Ich bin sein Mund. Irgendjemand helfe. Du bist alleine. Ich bin bitter. Mein Favorit. Verändern. Was ist das? Lasst jetzt besser meinen Freund in Ruhe. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, es ist zu spät für mich. Mein Körper verrottet bereits. Ich kenne ein Heilmittel. Wir müssen hier weg. Was geht hier vor, Crafty? Ich erzähle es dir von Anfang an. Der Prototyp. Er hatte einen dunklen Trank in seinen Krallen. Catnap, gieß den Trank über das Grab. Catnap wollte es nicht tun, aber Prototyp zwang ihn dazu. Er war zu verängstigt. Er gehorchte seinem Meister nicht und schüttete den Trank auf ein menschliches Grab in der Nähe. Der Boden bebte und knarrte und eine knorrige Hand brach aus dem Boden. Das Kätzchen war schockiert, als plötzlich eine Horde Zombies aus dem Boden emporkamen. Prototyp zog eine Fernbedienung hervor und drückte den Knopf und die Zombie-Augen glänzten. Ihre Bewegungen wurden roboterartig, denn nun wurden sie von ihrem Meister kontrolliert. Ich lief, bis etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Es war Baba, der einen wundervollen Trick mit seinem Hut machte. Er gab mir ein fabelhaftes magisches Geschenk. Seine Liebe. Ich verfiel in Schüchternheit, aber unser Moment wurde von rotleuchtenden Augen unterbrochen. Bevor ich reagieren konnte, rief ein Zombie nach mir und kaute auf mir, wie auf einem Kaugummi. Baba brüllte zu meiner Verteidigung, rettete mich vor dieser untoten Leiche. Sie war für einen Moment fassungslos, dann wurde sie wütend über Babas Offensive und drückte ihn aggressiv zu Boden. Versuch doch, mich zu verletzen, aber ich werde nicht zulassen, dass du sie angreifst. Ich fresse deinen Elefantenkorb. Nein, mein super intelligentes Hirn. Lass ihn in Ruhe. Damit hab ich nicht. Keiner schlägt meinen Nerd. Oh Gott, ich glaube, jetzt bin ich in großen Schwierigkeiten. Bist du okay? Oh, mein Gesicht juckt. Oh mein Gott, ich war faul. Das ist ja schlimmer wie ein Albtraum. Und es ist noch nicht vorbei. Wir müssen ins Labor und ein Heilmittel herstellen. Baba, ich bin direkt hinter dir. Baba und ich rannten ins Labor. Ich schlug die Tür hinter mir zu. Ich stemmte mich gegen den Eingang, während Baba zur Werkbank eilte, um einen Trank aus Fläschchen und Chemikalien zu mischen. Bitte beeil dich, Baba. Ich kann sie nicht länger zuhalten. Baba schnappte sich einen Becher mit leuchtend grüner Flüssigkeit, aber sein Körper zuckte und fiel zu Boden. Das war viel schlimmer als jede andere Krise. Ich dachte, mein Herz würde jeden Moment platzen. Du wirst einer von uns werden. Es sah aus, als würde alles zu Ende sein. Aber auf einmal, Baba fing an, sich etwas komisch zu fühlen. Grüne Blätter? Langer Stamm? Baba war plötzlich eine Schneeerbse. Ich weiß zwar nicht, was es für eine wissenschaftliche Erklärung dazu gibt, aber zumindest hat es mich nicht umgebracht. Ein Elefant? Du bist ja so lustig, jetzt chill mal ab. Sag auf Wiedersehen zu deinem Freund. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich lass nicht zu, dass einer von euch sie verletzt. Gib uns eure Hilfe. Nein, Gehirn. Du hast mich gerettet. Natürlich. Ich möchte dir sagen, ich... Keiner von euch kann meiner Zombie-Horde entkommen. Meine Freunde. Geht auf, ihr habt keine Chance. Glaubst du wirklich, ich sitze hier noch rum und tue nichts? Genau das ist, was ich glaube. Oh, Junge, er ist stärker, als ich dachte. Das kannst du nicht machen, Prototype. Ich flehe dich an, vergib ihn. Ich brauche deinen Rat nicht, Catnap. Nein! Mein Herz blutete, als ich sah, wie Catnap zu Boden ging. Ich musste irgendwas tun. Da sah ich übrig gebliebenen Trank am Boden, der auf mich wartete. Das war unsere einzige Hoffnung, ehrlich gesagt. Was ist das? Wie Kuscheltiere geben nie so einfach auf. Stirb, Insekt! Spür meine wahre Kraft. Denkst du wirklich, du kannst mir was anhaben? Ich bin ein Kratzer. Mach dich bereit zu scherben, Kirschbombe. Hilfe! Das wird nicht mehr helfen. Ich bin weggeflogen, durchs Fenster wie ein Pinball. Ich sah dich um dein Leben rennen, mit einem Puls von verfaulten Zombies an deinen Fersen. Die Szene verstörte mich und erfüllte mich mit Hass. Ich konnte auf keinen Fall einfach nur da sitzen und zusehen, wie aus einem wehrlosen Welpen Zombiefutter gemacht wird. Ich war bereit. Und so sind wir hierher gekommen. Oh nein! Lass unsere Freunde in Ruhe! Nimm das! Warum nutzen wir es immer aus, wenn wir sie fressen wollen? Ihr verdient es nicht anders, was? Du hast deinen Wert bewiesen. Stirb Sag jetzt! Sag bloß nicht! Da sind noch mehr von denen! Gib uns eure Hilfe! Das Gerät schnell außer Kontrolle! Anscheinend haben wir keine andere Wahl, als schlechte Entscheidungen zu treffen. Gib mir Power! Was für ein Held wirst du werden? Etwas leuchtet. Was ist das? Nichts davon war in meinem Plan. Der mit seiner inneren Kraft. Einfache Wesen.
Der Tag für euer Urteil ist endlich gekommen. Sterb! Wir haben schon genug Probleme. Was nun? Fühl die Rache von einer... Sonnenblume? Oh nein. Das ist meine letzte Chance, all meine Freunde auf einmal zu retten. Komm schon. Okay. Ich habe genug von dir. Nein, Prototyp, das bedeutet, bitte, dass du deinen Verrat an mir bereuen wirst. Ich wollte doch nur meine Freunde retten. Tötet mich nicht. Keine Sorge, Captain. Beeil dich und trink von diesem Trank. Und alles wird tot. Du bist der Beste! Was dieser Trank wohl aus uns machen würde! Schlecht geworfen! Wie interessant! Was? Brauchst exakt das hier, danke schön! Jetzt können wir nur hoffen, dass die Kräfte ausreichen! Da ich nicht das kräftigste oder stärkste Tier bin, aber ich hoffe, es ist genug, um es zu Ende zu bringen! Meinst du wirklich, du kannst mich stoppen? Zombie-Horde! Du kannst doch keiner Pilz! Das Gleiche kann ich nicht von untoten Leichen behaupten! Nehmt das! Das ist unmöglich! Ihr seid zu lecker! Das ist wirklich knapp! Geht's euch gut? Du hast uns gerettet! Pass auf! Ich muss den Blumen wohl selbst pflücken! Oh yeah! Komm her und versuch es! Angreif! Ja! Friss meine Frostkugeln! Probier meine Kirschbombe! Du hast keine Chance! Das werden wir sehen, du verdammte Verräter! Ich schwöre, dass ich dich qualvoll töte! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Du bist verreckt! Zumindest verrate ich meine Meister nicht wie du. Das ist übel. Ich beende es jetzt. Stirbt euch jetzt. Es tut mir so leid. Ich beschütze dich. Eine Blume? Was kannst du schon tun? Ich gebe dir eine Kostprobe der Sonne. Fürchte meine Genki-Dama. Du musst das nicht tun. Nein. Easy peasy. Du hast es geschafft. Alles zusammen geschafft. Nein, bitte. Warum seid ihr so besessen von mir? Wer kann das die Beste? Du bist die Beste. Willst du mich heiraten? Du bist die Leiter. Was? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Kommt schon, Leute. Zeigen wir ihr unsere Liebe. Versteht ihr nicht, dass ihr mich damit unwohl fühlen lasst? Verstehst du nicht, dass wir dich lieben? Was stimmt mit euch allen nicht? Ja, was stimmt nicht mit unserer Gesellschaft? Sag es ihnen, Mädchen. Oh Gott, Vater. Bitte, jemand muss uns helfen. Kinderlein. Mich genau zur rechten Zeit gerettet. Danke, Spieler. Du bist viral. Du bist berühmt geworden wegen dieses TikTok-Tanzes. Hat mich jemand aufgenommen? Oh, nicht schon wieder. Ich sagte, unterschreib es. Nichts abbrechen. Schnappt euch. Seid meine Güte, Leute. Nein, lass sie nicht entkommen, Leute. Ja. Los geht's. Lass uns in Ruhe. Wir sollten uns besser verstecken, oder? Danke, dass du mir geholfen hast. Ich rieche sie. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Leute, jemand verkauft offizielles Misty Light Merchandise. Wer könnte all das tun? Da hast du es. Das macht 60 Euro. Danke. Wir sind reich. Yeah, in diesem Tempo können wir das Waisenhaus kaufen. Okay. Sie machen Profit mit mir. Die Light, warte. Kommt bald wieder. Es funktioniert. Wie? Oh nein. Haltet ihr mich für dumm? Ihr habt mein Video gestohlen. Überhaupt nicht. Wir verkaufen Comic-Leiter-Merchandise. Sie wissen, dass ihr reich seid, denn ihr werdet bezahlen. Nein, bitte, hab Erbarmen. Die Leute, warte. Lass ihn los. Sag die Wahrheit, oder du wirst es bereuen. Hey, Leute, Misty Light ist hier. Was hast du getan, Kettner? Wir haben keine Zeit für sowas. Heiliger Strohsack. Wir müssen hier weg. Lass mich los. Du gehst nirgendwo hin. Du bist unsere Goldgrube. Wir dürfen das nicht verpassen. Niemand kann mich als Werkzeug benutzen. Wir haben keine Zeit, Miss. Lauf! Sie sind verrückt. Sie ist stark, Doktor. Er könnte traurig sein, wenn er so reich ist. Du hast recht. Unser Erfolg ist unbestreitbar. Gut gemacht. Lass uns die neue PlayStation kaufen. Unsere Liebe ist unersetzlich. Hilf mir, Spieler. Vielleicht. Fasst sie nicht an. Warte dich, Spieler! Für mich ist es zu spät! Halte durch! Ich hab dich gleich! Wie verrückt können all diese Leute sein? Die Leit? Sagt es nicht, mir auch nur ein Haar zu kommen! Oh, die Leit hat mich ins Gesicht geschlagen! Ekelhaft! Hilf mir! Wir haben noch genug Zeit, um zu entkommen! Lass uns gehen! Komm schon, Spieler! Beeil dich! Ich bin dabei! Gib mir deine Hand! Ja. Ich halte es nicht mehr aus! Keine Sorge! Ein Held lässt niemanden zurück! Hörst du? Laut und deutlich. Ich weiß das zu schätzen. Aber wohin gehen wir? Irgendwo weit weg von hier. Okay.
Moment mal, sie sind entkommen. Hört sofort zu, die Leit ist verschwunden. Unmöglich. Hört zu, ich suche das gesamte Gebiet. Nach mir ist die Leit. Aufteilen. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Was sollen wir tun? Ich denke, du könntest ihnen ein böses Gesicht zeigen, um sie zu erschrecken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Versuch's doch einfach. Mein Fernsehen kribbelt. Da drüben. Bitte. Heilige Bimbam. Schnapp sie an Jungs. Sie können uns jetzt nicht mehr entkommen. Oh nein. Tu es, die Leit. Das ist der einzige Weg, um Rache zu nehmen. Oh, Kidnip und Duck Day? Okay, ich tue es. Death Metal! Nicht der uns aufhalten, Mr. Leute! Was wollt ihr, Verrückten? Unser Idol! Verschwindet! Bitte nicht! Unmöglich, sie ist ein Monster! Das hat wirklich funktioniert! Fantastisch! Ich habe nie an dir gezweifelt! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von so vielen Süßigkeiten umgeben würde. Das ist das Paradies. Wow. In der Tat. Oh yeah. Oh ja, am Ende ging alles gut. Die Spielzeit ist vorbei. Unmöglich. Misty Light, lauf. Nicht so schnell, ihr Ratten. Okay, was ist der Plan? Ich habe keinen überlegt. Warte, pass auf. Warte, pass auf. Was ist denn euer Lächeln? Die Zeit wird kommen. Ich werde es genießen. Wir sind umzingelt. Wir sind umzingelt. Bitte tu es nicht. Was eine Idee. Was? Süße Sache. Ich glaube, ich habe auch noch eine andere Idee. Was? Auf keinen Fall werden wir das tun. Vielleicht mit etwas Anreiz? Ich kann sie leicht motivieren. Das ist so gemein. Oh mein Gott, ich liebe sie. Hast du das gesehen? Smiling Critters sind coole Tänzer. Sind so coole Tänzer. Ich glaube, ich sehe sie. Ironisch kann das Leben sein. Nein, warte. Wir sind verloren. Das war großartig. Oh, mir geht es nicht so gut, Proton. Lass mich dir helfen. Ja, danke. Bleib hier. Verlass mich nicht. Ich weiß, dass du das nicht machst. Aber es wird dir besser gehen. Das kann nicht sein. Ich kann diese Suppe nicht mal riechen. Nimm sie von meinem Gesicht weg. Willst du dich nicht gesund fühlen? Sei ein braver Junge und nimm sie. Ich versichere dir, es wird nur einen Moment dauern und am Ende wird es sich lohnen. Ja, was ist los? Nein, meine Schaltkreise werden schwer beeinträchtigt sein davon. Lass mich mal sehen. Du kochst ja, Catnap. Ich werde deine Temperatur messen. Ich bin mir nicht sicher. Ist das sicher? Nein, ich wusste es. Es tut mir leid. Das habe ich nicht erwartet. Mir geht es mit jeder Sekunde, die vergeht, schlechter. Dann versuch das. Es ist nur eine Pille. Ich hasse Pillen. Nein, bitte. Öffne deinen Mund. Nein, ich will nicht. Du kannst mir nichts... Hör auf zu widersprechen. Nicht mit mir. Ha, yes. Ekelhaft, wie konntest du mich so verraten, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich es nicht kann? Moment mal, ich fühle mich wieder großartig, so energiegeladen, danke. Gern geschehen, aber es gibt noch weitere Überraschungen zu entdecken. Ernsthaft? Das ist der beste Tag meines Lebens. Du bist großartig, Prototype, danke nochmal. Oh, woher wusstest du, dass ich die wollte? Ich habe es einfach angenommen, weil sie niedlich sind, wie Spiel du. Mit mir. Hallo. Bitte nimm mein Geschenk an. Danke, Hagi. Oh nein, sag mir nicht, dass ich meine neue Kissy-Missy-Puppe zerstört habe. Moment mal, vielleicht funktioniert das. Es ist nutzlos, ich bin so ein Grobian, ich habe es vermasselt. Weine nicht, Kleiner. Lass mich einen Weg finden, dir ein neues Spielzeug zu besorgen. Bitte hilf mir jemand, das darf nicht mein Ende sein. Ist das der Preis dafür, dass ich so böse zu ihnen war? Sie könnte funktionieren. Wovon redest du? Bleib ruhig. Hilfe! Es ist zu spät. Mein Spielzeug. Hey, Liebling. Ich habe dir doch gesagt, ich würde einen Weg finden, dich zur Sache. Das sieht vertraut aus. Wen interessiert's? Ich liebe mein neues Spielzeug. Ich kann es sogar wie einen Greifarm benutzen. Danke. Ich wusste, diese Katze würde hier sein. Das ist das beste Spielzeug, das ich je hatte. Ja? Warum spielst du dann nicht damit? Prototype, du bist der Beste. Oh, was? Du wirst endlich dafür bezahlen, was du getan hast. Bis später, Proto. Oh, damit kommt er nicht davon. Das wird dein Ende sein, Kätner. Wie kannst du so viel Wut in dir haben, Spiel? Hör auf. Hör auf, so zu tun, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Zeit, bestraft zu werden, kleine Katze. Catnap, oh mein Gott, ich werde dich retten. Du hast verloren, Catnap. Sind das wirklich meine letzten Momente? Moment mal. Prototype, ja, mein Heilige Makrele, ich muss durchhalten, bevor es zu spät ist. Ich werde dir keine Gnade zeigen. Es tut so weh. Oh. Das hast du verdient. Hey, kleine Katze. Prototype, du hast mich gerettet. Vielen Dank, mein Held. Es freut mich, dass du keine Angst hast. Nein, warte, bist du? Ja, das ist meine echte Form. Gefällt sie dir? Meine Seele hat gerade meinen Körper verlassen.
Du machst mir Angst. Deine Worte treffen mich tief ins Herz. Catnap, was? Nein. Meint er? Ich weiß, er ist nicht böse, das weiß ich wirklich. Ich muss mutig sein und ihn konfrontieren. Geht es dir Lass gut? Mich in Ruhe. Ich bin zu gruselig für dich, oder nicht? Ich wollte diese schrecklichen Dinge nicht sagen. Entschuldige, ich hab dich lieb. Ist mir egal. Das kann nicht sein. Ich habe es. Vielleicht muss ich einfach Sag nur... Sag nicht mal. Oh, Catnap. Kannst du mir bitte verzeihen? Natürlich, kleine alberne Katze. Schön, dass es uns Schön, gut geht. Dass es uns gut Warte, geht. Was machst du da? Ich schenke dir meine Liebe. Ich liebe dich auch. Bitte, irgendjemand muss uns helfen. Wir haben so Angst. Oh, ihr armen Kleinen. Soll ich nur an? Wollt ihr meine Freunde sein? Ich werde dich sehr gerne. Er ist schon sauber, oder? Warte, wir sind doch auch hier. Wie süß. Lasst mich euch tragen. Nicht stärker als meine Liebe zu euch. Kinder, keine Angst, ich bin ja da. Du bist der beste Cat-Dad. Sie wollen auch auf den Arm, oder? Kommt alle auf den Arm. Genießt die Suppe, Kinder. Mag ich überhaupt nicht. Lecker. Das klingt komisch. Ja, Kinder, benehmt euch. Wagt es nicht, mit dem Essen zu spielen. Ich hasse Suppe. Genießt die Suppe. Das ist so nicht richtig. Ist das wirklich sicher? Ihr habt keine Angst. Warum ruht ihr euch nicht lieber etwas aus? Oder sollte ich... Das ist es, Zeit zum Schlafen, ihr kleinen Smiling Crackers. Diese Critters sind einfach perfekt für mein Experiment. Ach, die sind ja so süß. Grüße, Catnap. Du hast sie zu mir gebracht. Gute Arbeit. Mein Plan kann beginnen. Fass meine Freunde nicht an. Verschwinde von hier. Sonst was? Ich sagte, verschwinde. Okay, aber das gibt definitiv Rache. Das war knapp, aber ob er wirklich nachgibt, ich muss aufpassen. Endlich. Süße Träume sind wie dafür gemacht. Babys, wacht auf. Was? Nein, das kann nicht wahr sein. Wo sind meine Kinder? Meine Kinder, was ist das? Fußspuren einer alten Maschine? Nur einer würde so etwas tun. Ihr werdet mir sehr nützlich sein. Werdet eins mit meinem Körper. Unmöglich. Du lässt sofort meine Freunde gehen. Wie wäre es mit Nein? Jetzt hör mir mal zu. Ich würde alles tun, um ihre Leben zu retten. Ist mir egal. Sie gehören jetzt mir. Nein, das wagst du nicht. Meine Kinder, nimm mein Leben statt ihres. Oh, wenn das so ist, nehme ich das gerne an. Das ist die richtige Entscheidung. Rette uns. Ich liebe euch, meine Kinder. Lasst uns beginnen. Stop, Day. Nein, hey. Unglaublich. Nicht, bleib weg von mir. Meine Augen fühlen sich wie neu an. Ist das wirklich nötig? Oh, wow. Sei sanft zu mir. Meine Hand ist zurück und damit auch die Hoffnung. Es ist Zeit, hier auszubrechen. Ouch, Day. Lass dir von uns helfen. Catnap. Leb wohl, Kinder. Ich werde euch sehr vermissen. Oh, du heilige Pfote. Wir müssen das beenden, Leute. Wir haben keine Zeit. Aber was können wir schon tun? Wir können uns nicht mit ihm anlegen. Ist das euer Ernst? Ich werde nicht zulassen, dass er Catnap wehtut. Tschüss. So ein großartiger Körper wird mir wunderbar helfen. Du Altmetall, damit wirst du nicht durchkommen. Bin ich doch schon. Du wirst ein Teil von etwas ganz Großem werden. Wir werden unbesiegbar sein. Ah, hast du total den Verstand verloren? Das will ich gar nicht. Das ist keine Option für dich, lieber Catnap. Sei bereit. Jeder Schritt führt uns näher hierher, um die absolute Macht zu besitzen und alle zu unterwerfen. Was mit Arsch? Hör auf, was? Es hat aufgehört. Was für ein Glück. Warum funktioniert es nicht mehr? Unmöglich. Geschafft. Oh Mist, das sieht nach Ende aus. Du Kleiner? Was glaubst du, wo du hin willst? Ich habe keine Angst vor dir. Das werden wir schon noch sehen. Ihr seid gekommen. Wir sind nicht mehr. Runter von mir. Was wohl dieser Knopf hier macht? Lass mich in Ruhe. Nein. Oh, das ist unmöglich. Woher wusstet ihr, dass mich das schwächen würde? Weil wir schlauer sind. Und sauer. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wer soll das mal erfahren? Nein. Aber mein Plan... Gut, Dad. Du bist einfach der Beste. Nein. Was ist mit dir passiert? Was soll das alles? Stopp. Bitte. Willst du den Grauen wirklich wissen? Komm näher. Nein. Auf so eine dumme Falle falle ich nicht rein. Beruhige dich, warte mal kurz. Entschuldige, aber du bist ein Monster. Süße Träume, damit wirst du nicht davon kommen. Ich krieg dich schon noch. Hey, wer ist das? Was machst du denn da drinne?
Willst du das nicht wirklich so wissen? Mann. Was ist bloß falsch mit dir? Keine Sorge, das wirst du schon bald sehen. Was meinst du damit? Dieser Schmerz. Was ist das? Ich mag's. Verstehst du es jetzt? Kicken, das ist mies. Ich muss irgendetwas tun. Was machst du denn hier drüben? Oh, hey. Heilige Pfote. Sei leise. Essen. Du schuldest mir ein Smiling-Menü. Du musst leiser sprechen. Was? Was? Da sind was sie alle. Also? Sei endlich ruhig. Oh, hier, yeah. Ich bin mal weg. Ich werde dir nicht vergeben. Naja, was soll's, ich bin so hungrig dafür. Ich fühle mich beobachtet. Wie einfach. Oh, Kekin, willst du auch was? Tut mir leid, das ist so... Schon okay. Du siehst irgendwie verändert aus, eine Toilette. Yeah, mach dich bereit. Für was? Für das. Nein. Naja, zumindest habe ich ihr Smiling-Menü. Ich glaube, ich bin sie los. Was? Gleich haben wir dich. Ich lag falsch. Los. Ich habe sicher Angst. Was? Eine Sacktasse? Das ist nicht gut. Ich werde... Es ist jetzt rein. Es wird nicht wehtun. Nimm das! Warum hast du das getan? Du verrückst was passiert? Hey Leute, was geht? Was? Hey, seht mal! Hey, wow, schon so spät? Naja, ich muss dann mal los. Tschüss, was ist hier bloß los? Leute, wir zeigen es dir. Was tust du da? Nein, lass mich gehen. Was hältst du denn hiervon? Stinkt. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss wohl auf die Toilette. Ja, war gut. Es ist hoffnungslos. Leute, kann mich jemand hören? Oh, heilige Pfote. Wer ist da? Oh, bist du das, Bubba? Es tut so gut, dich zu sehen. Ich habe so viel zu erzählen. Erzähl's meinen Zähnen. Was? Komm her. Das ist so verwirrend. Ich muss hier weg, bevor es zu spät ist. Hey, wo soll's denn hingehen? Ganz weit weg von diesem Albtraum. Ich glaube, ich bin sie losgeworden. Kicken, Chicken? Nicht so schnell. Du bist doch wahnsinnig, wa? Oh nein. Fass mich nicht an. Nein. Warte. Es hat keinen Ausweg gedacht, ey. Lasst mich am Leben. Ich flehe euch an. Du bist tot. Was ist das? Lass noch eine dreckige Beißer von ihm. Diese Stimme. Baba Fant. Schön, dich zu sehen, Doktor. Ignorieren die uns jetzt einfach, das ist nicht fair. Das ist mies. Nicht für uns. Deine Macht kommt bei uns nicht mehr. Ziemlich clever. Dankeschön. Ihr werdet einer von uns. Ja. Oh, wieso kann sie sowas? Danke dir, Bobby. Unterschätzt uns nicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Was tun wir denn jetzt? Ihr dachtet wohl, wir seien doof, nicht wahr? Ja, ja, keine Sorge, ihr werdet schon dafür büßen. Sieht aus, als gäbe es keinen Ausweg. Was ist das? Meine Rettung. Zur richtigen Zeit. Gib mir deine Macht, Gott der Kameramänner. Wir machen den Verschmelzungstanz und dann werde ich sie alle zerstören. Ihr werdet es bereuen, euch mit mir angelegt zu haben. Sind wir richtig sauer. Eine, drei, los geht's. Angriff. Das lassen wir nicht zu. Attacke. Es stark. Eins gegen eins, Verräter. Oh, meine Brille. Warum ihr euch nicht mit uns verhandelt? Das ist ja logisch. Eure Ohren. Oh, ihr könnt nicht. Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Gute Arbeit.